Bianca Faulhaber, 39, ist vorhin am Bahnhof kollabiert. Sie ist Dialysepatientin und hat offenbar ihren letzten Termin versäumt. Warum das denn? Ich hatte so viel um die Ohren. Bereiten Sie bitte die Dialyse vor und informieren Sie Dr. Kaminski. Wir bringen Sie in den Dialyseraum. Kommen Sie. Ja, ich weiß. Ich war unvorsichtig. Aber die Besichtigung hat eben etwas länger gedauert. Und dann habe ich meinen Zug verpasst und jetzt liege ich hier. Das ist Dr. Kaminski. Er ist Urologe. Wer ist der behandelnde Arzt? Die Patientin wohnt in Hannover. Sie hat den Zug verpasst. Mein Arzt ist mittlerweile auch am Ende seines Lateins angelangt. Er glaubt, dass es nicht mehr lange gut geht mit der Dialyse. Eigentlich bräuchte ich dringend eine Spenderniere. Wie lange stehen Sie denn schon auf der Warteliste? 4 Jahre. Haben Sie denn niemanden in Ihrer Verwandtschaft, der eine Niere für Sie übrig hat? Nein. Na, jetzt wird's ja spannend. Kommen Sie doch mal. Ach, vor 2,5 Jahren wurde Ihre Schwester als Spenderin positiv getestet? Bleibt nur die Frage, warum der Eingriff damals nicht gleich gemacht wurde. Vielleicht war das eine Option für den Notfall? Der wird demnächst eintreten. Und warum hat sie uns nichts gesagt? Fragen wir sie doch mal. Wie geht es Ihnen? Nicht gut. Na, das trifft sich. Ihre Befunde sind nämlich auch alles andere als erfreulich. Aber reden Sie weiter, Frau Kollegin. Sie sind ja unsere Diagnosevermittlungsexpertin. Tja, also wir haben inzwischen Ihre Unterlagen aus Hannover bekommen und zusammen mit unseren Ergebnissen sind wir der Ansicht, dass Sie nicht mehr gut auf die Dialyse ansprechen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie brauchen eine Spenderniere und zwar so schnell wie möglich. Frau Faulhaber, was ist denn mit Ihrer Schwester? Ich habe keine Schwester. Ach, ist sie inzwischen gestorben? Für mich schon. Sie haben hoffentlich einen guten Grund, Ihre potenzielle Lebensretterin zu ignorieren. Jetzt sind Sie wieder dran. Lassen Sie es doch mal so ein bisschen menscheln. Vielleicht bringt uns ja das weiter. Frau Faulhaber, Sie schweben in Lebensgefahr, was auch immer Sie und Ihre Schwester entzweit hat. Ein Mord, wenn Sie es genau wissen wollen. Mareike hat unsere Mutter vergiftet. Der Fall war vor 2 Jahren ganz groß in der Presse. Die Architektin, die ihre Mutter umgebracht hat. Ja, ich erinnere mich. Das war doch sogar hier in Leipzig, oder? Sie hat damals 2 Jahre bekommen. Von denen hat sie jetzt 1,5 abgesessen. Da ging es um Sterbehilfe. Für mich war es Mord. Habe ich das richtig verstanden? Ihre Schwester sitzt hier in Leipzig ein? Ja. Na, das nenne ich doch mal eine gute Nachricht. Da können wir sie doch ziemlich schnell hier auf dem Tisch haben. Ich glaube nicht, dass Mareike noch dazu bereit ist. Ich habe sie verstoßen. Warum sollte sie mir jetzt helfen? Weil ihre Schwester sonst bald keine Schwester mehr haben wird. Ich kann kein Verständnis für eine Mörderin aufbringen. Niemals. Sehen Sie Ihre Schwester wirklich so? Ich wäre froh, wenn mir jemand das Sterben ermöglichen würde. Falls ich jemals in eine ähnliche Situation wie Ihre Mutter kommen sollte. Springen Sie über Ihren Schatten, bevor es zu spät ist. Faulhaber? Ja, bitte? Ihre Schwester ist am Telefon. Sagen Sie ihr, dass ich sie nicht sprechen will. Also, wenn überhaupt, kann ich die Sache nur persönlich mit Mareike regeln. Dazu muss ich allerdings zu ihr ins Gefängnis und hoffen, dass sie mich empfängt. So ein Ausflug wäre in ihrem Zustand sehr riskant.
Das hat doch sowieso alles keinen Sinn mehr. Also gut, da wir ja nur die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, versuchen Sie Ihr Glück. Aber Sie werden von einem Pfleger begleitet und mit dem Krankenwagen hingebracht. Ich werde in der Zwischenzeit versuchen, bei Biotransplant noch mal etwas Druck zu machen. Schön, dass du jetzt doch mit mir sprechen willst. Also von wollen kann keine Rede sein. Aber wenn du hier die Leute verrückt machst, muss ich ja reagieren. Du kannst dir sicher denken, worum es geht. Die Dialyse schlägt bei mir nicht mehr richtig an. Und jetzt bin ich wieder Schwester genug für dich. Mareike, bitte. Das ist meine einzige Chance. Willst du wirklich ein Organ von einer Mörderin in dir tragen? Hör auf, bitte. Ich fange gerade erst an. Glaubst du, dass es mir leicht gefallen ist, Mutters letzten Wunsch zu erfüllen? Mir geht's inzwischen so schlecht. Dass ich fast verstehen kann, wie Mama darum bitten konnte. Natürlich, es geht mir wieder nur um dich. Du wolltest Mama ja sogar ins Pflegeheim abschieben, weil dir deine Karriere wichtiger war. Mama wollte nicht mehr leben. Und ich habe ihr nur diesen letzten Wunsch erfüllt. Du hast doch gar nicht mitbekommen, wie sehr sie gelitten hat bei deinen wenigen Besuchen. Wir sind fertig. Wie war es bei Ihrer Schwester? Haben Sie was erreicht? Mm-mm. In den Schockraum, schnell. Die Nummer der JVA. Ja, bitte gleich verbinden. Danke. Telefon. Hallo? Mein Name ist Dr. Kaminski. Ich bin der behandelnde Arzt Ihrer Schwester. Soweit ich weiß, sind Sie Ihre einzige Angehörige. Als solche möchte ich Sie darüber informieren, dass sich der Zustand Ihrer Schwester rapide verschlechtert hat. Ohne eine Organspende wird sie vermutlich in den nächsten Tagen sterben. Und was wollen Sie jetzt von mir? Frau Faulhaber, Sie haben dem Wunsch Ihrer Mutter entsprochen und ihr beim Sterben geholfen. Helfen Sie jetzt, Ihrer Schwester zu leben. Frau Faulhaber, sind Sie noch da? Ja. Wollen Sie Ihre Schwester dafür bestrafen, dass sie nicht so denkt und gehandelt hat, wie Sie es getan haben? Hören Sie. Wenn Sie bei Ihrer Einstellung bleiben, dann werden Sie Ihre Schwester in Zukunft nur noch auf dem Friedhof besuchen können. Fertig? Ja.
müsste mal telefonieren. Kommen Sie mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Schwester wirklich so herzlos ist. Warum nicht? Letztlich war ich es doch auch. Sollten wir uns seitens der Klinik vielleicht noch mal engagieren? Das bringt nichts. Tja, Frau Faulhaber, ich würde mal sagen, Sie können Ihr Testament wieder zerreißen. Ach, ich habe eben doch kein Talent dafür, die guten Nachrichten zu überbringen. Aber dafür haben wir ja unsere Expertin. Frau Faulhaber, Ihre Schwester hat sich zu einer Nierenspende bereit erklärt und wird bald hier sein. Haben Sie da vielleicht ein bisschen nachgeholfen? Ihre Schwester trifft eigene Entscheidungen. Das sollten Sie doch wissen. Ihre Schwester ist noch bei einer Untersuchung. Aber sie wird gleich hier sein. Sie scheinen ja ein ganz harter Hund zu sein. So wie Sie mich am Telefon fertig gemacht haben. Ich nenne die Dinge gern beim Namen. Wären Sie sonst hier? Sie haben mir jedenfalls klargemacht, dass mir meine Schwester mehr bedeutet, als mir lieb ist. Nach allem, was Sie jetzt über mich wissen, können Sie mich da wenigstens ein bisschen verstehen? Für mich war das von Anfang an kein Problem. Sterbehilfe ist ein Thema, das... Ich schaue nachher noch mal vorbei und erläutere Ihnen, was morgen geschehen wird. Sie müssen dann auch noch einige Papiere unterschreiben. Naja, dann lasse ich Sie mal allein. Sie haben sicher noch einiges zu bereden. Die Staatsgewalt bitte ich dann auch für den Moment vor die Tür. Danke. Ausgesprochen unvernünftig, Sie hier spazieren zu fahren, aber wenn es Ihrem Seelenfrieden dient, bitte sehr. Ich mache mir solche Vorwürfe. Schließlich bin ich doch schuld an Ihrem Zustand. Ihre Schwester hat selbst eine Entscheidung getroffen. Genau wie Ihre Mutter damals. Naja, Händchen halten kann ja nicht schaden, ich lasse Sie jetzt allein. Wacht auf. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Mareike. Wie geht's dir? Unkraut vergeht nicht. Wie geht's meiner Niere? Gut. Ich kann das alles noch gar nicht richtig glauben. Es gibt so viel, was ich dir sagen möchte. Dazu werden wir wohl nicht so viel Zeit haben. Sobald ich transportfähig bin, werde ich ins Gefängniskrankenhaus verlegt. Dann bist du richtig da. Komm erst mal selber wieder auf die Beine. Ich bin ab jetzt für dich da.
Und wenn du in einem halben Jahr rauskommst, dann werde ich dir helfen. Ein bisschen Verständnis wird mir schon reichen. Dich zu verurteilen war so viel leichter, als sich meinem eigenen schlechten Gewissen zu stellen. Ist ja auch bequem, die Moralkeule zu schwingen. Ich war einfach nur feige. Das ist mir jetzt klar. Vielleicht verzeihst du mir ja. Irgendwann.